heute bei Camping mit den Shrimps. Timo macht Feuer. Ja, das ist Benzin in dem Rohr. Er versucht sich mal ohne. Du hast auf Seven vs. Wild geguckt. Ist okay, keiner verurteilt dich. Was machst du jetzt? Nicht mit einem Feuerzeug? Gott, hier geht gleich alles in Flammen auf. Ich weiß es nicht, ich glaube, der ist schon angeflammt. Oder? Na, sieht noch gut aus. Ui, oh ui, Gott, ui. Was machst du denn da? Ich kann hier so ein Stückchen damit anzünden. Puh, aufregend. Ich dachte schon kurz, du schmeißt jetzt einfach das Ding an. Okay, möchtest du den wieder ausmachen? Sieht direkt perfekt aus. Auf einem Campingplatz, nennt sich Battle Hill Farm, und Timo macht gerade ein Feuer mit selbst gesammeltem Holz aus dem Wald hier hinten. Und hier ist einfach niemand. Wir sind heute alle gefahren, weil die Ferien vorbei sind. Und ja, das da hinten sind Grabsteine. Wir gehen heute die Aale füttern. Aber es sind nicht irgendwelche Aale. Die gibt es tatsächlich nur in Neuseeland. Den genauen Namen weiß ich jetzt nicht. Aber sie sind riesig und die werden bis zu 20 Kilo schwer. Und die leben alle auf einem Haufen. Das ist schon ein bisschen gruselig. Und sie können beißen. Excuse you. Hey Huhn, das ist für den Aal. Hey. Ja, da mögen Chorizo-Würstchen. Wo sind die riesig? Dass sie so weit nach vorne kommen. Hast du den angepasst? Ja. Mach nochmal. So viele. Ja, der hat sogar noch fette Narbe da am Rücken. Oh ja. Hab ich nicht.
Hier ist er, ein leibhaftiger Bergsteigerseppel. In seinem natürlichen Habitat. Das hier ist unser Campingspot für heute Abend. Wir sind ganz alleine hier. Das ist ein Regionalpark. Und jetzt machen wir gerade Tee. Dann füllen wir das um und dann werden wir wandern gehen. Also, wir sind jetzt losgewandert. Wir haben uns eine Strecke rausgesucht, die 2 Stunden dauern soll. Wie weit sind wir jetzt gekommen? Wir sind vielleicht 5 Minuten gegangen und haben schon ein erstes Hindernis vor uns. Timo hat jetzt den Plan, barfuß durchzulaufen und nicht rüberzutragen, weil das ist arschkalt. Das ist der Probelauf. Steinig. Ist dir das hier wegen den Steinen oder weil es so kalt ist? Stein, ich bin richtig rutschig und spitz. Wir sind auf der anderen Seite. Man kann es wieder nicht sehen, aber es ist so unfassbar steil. Es erinnert übelst an den Vulkan. Ich schwöre. Nach jeder verfickten Kurve, die man hier rumgeht, denkt man, jetzt wird es wieder gerade. Nope. Kommt die nächste absurd steile Steigung. Ich kacke ab. Und noch nicht einmal eine Bank hier gewesen. Warum? Jetzt eine Bank. Timo behauptet, das hier ist oben. Ja. Und das werden wir jetzt in 2 Sekunden rausfinden, wenn wir um diese Kurve gehen. Haben wir aber noch keine Bank. Jetzt müssen wir aber wissen, links oder rechts. Ui. Wow. Ich brauche eine Bank. Kannst du gut suchen? Dafür lohnt es sich immer. It's lonely on the top of the world. Nicht mit dir, Schwebi. Scheiße, voll den Nacken reingeregnet. Weißes Einhorn langkommen. Oder Gandalf. Ich merke, nicht auf nasses, rutschiges Holz treten. Nein, bist du nicht. Nein. Das war auch nasses, rutschiges Holz. Dampfmaschine. Nein, das ist Nebel, der hier durch den Wald fährt. Überall Aale auf dem Boden. Hat Aale geregnet. Da ist er. Der einzig wahre. Heute ist Waschtag und wir werden uns in einem eiskalten Bach waschen. Wir müssen, können wir mal kurz rausfinden, wie viel Grad wir eigentlich hier haben? Möchtest du nochmal raten? Ja, 12. Ja. Echt? Feels like 11. Feels like 11?
das Wasser ist kälter als 11 Grad. 5? Vielleicht. Chiara wollte öfters Eis baden. Jetzt haben wir das ausgemacht, dass wir heute statt schwimmen im Schwimmbad, schwimmen im Bach gehen. Okay, wir sind jetzt nackig und bereit, in den See reinzugehen. Bereut ihr schon? Bereuen es beide jetzt schon. Wie? Ist auf jeden Fall kalt. Reicht mir schon, mein Fuß war nicht mehr drin. Ich hab schon genug. Reicht schon? Jetzt gehen wir doch schwimmen. Du stehst ja auch schon auf dem Stein. Ja, weil du so lange brauchst. Das tut weh an den Füßen, so kalt ist das. Es ist echt kalt. Muss das mit Schmerzen verbunden sein? Ich stehe hier auf. Alter, Alter, er ist so krass. Das reicht. Au, au, au. Okay, das war lustig. Jetzt bist du dran. Oh, ich fühle mich richtig frisch jetzt. Ich kann das nicht vorstellen, es tut so weh. Es tut echt weh an den Füßen. Es sind Schmerzen. Ich mache das nicht, ist okay. Das ist halt nichts für mich. Ich glaube, ich mach's nochmal. Ich bin halt ein Warmduscher. Ich mach's nochmal. Ich erkenne mich zum Warmduschen. Tada! Geschichte von Empola Nord klappern sie langsam ab. So ist es. Ich kannte Empola Nord. Ja, geil. Und habe einfach wieder so aufgrund dieser Zuschauer gesagt, wie gesagt, ich habe nie so eine sinnlose Straße. Geil. Ist voll gemütlich. Stay classy. Heute sind wir am Herr der Ringe Set. Filmset. Das, was davon übrig ist. Wir haben die Elfen gelegt. Wir zwei alten Herr der Ringe Ultras. Überhaupt gar nicht. Freuen uns natürlich, heute hier zu sein. Ich kann nur sagen, dass wir meinen Film geguckt haben. Wir wahrscheinlich mehrmals gucken mussten, um den Zusammenhang zu verstehen. Lord of the Rings. Also hier wurde ein Teil von dem ersten Teil gedreht, The Fellowship of the Ring. Falls ihr euch schon immer gefragt habt, wie groß denn bitte die Helden aus Herr der Ringe waren, Frodo Beutlin ist 1,7 Meter. Dann Gimlin Warrior Dwarf, 1,4 Meter. Dann mit 1,70 Meter kommt Gandalf. Aragorn ist 1,95 und Legolas 2,10 Meter und Sauron 2,40 Meter. Aber auch nur, wenn er den Ring getragen hat, steht dabei. Here it is in Rivendell. Fake. Verrückter Elbenscheiß. Schön geil. Hey, ich sehe den Wald voller Bäume nicht.
sind gerade aufgestanden und die Entengang hat uns wiedergefunden. Guten Morgen! Wir waren heute bei Kmart und haben unsere Küche noch ein bisschen aufgemotzt mit diesen Gewürzregalen, die an der Seite sind. Die haben wir mit Sekundenkleber professionell festgeklebt. Bombenfest. Außerdem haben wir ein Lama in die Ecke geklebt mit einer Plastikpflanze. Timo ist nicht so überzeugt. Ich finde, das macht das Ganze direkt schön. Ja, das gibt's Neues. Ach ja, und? Außerdem haben wir uns auch noch diese Flauschepullis geholt. Die sind so gemütlich. Sag mal, wie gemütlich sind die? Sehr. Und eine Kapuze hat er auch. Und das sind Faultiere auf Wolken. Und man hat hier noch eine Ablage. Wie geil! Und es ist so gemütlich und es fällt so warm.